Herzlich willkommen zu meinem zweiten von drei Videos zu Microsoft OneDrive Office 365. Und hier geht es jetzt darum, dass wir uns etwas näher mit OneDrive beschäftigen, wie man da deine Ordner anlegen kann, wie man Dateien heraufladen kann, wie man auch Daten, Dateien freigeben kann. Ja, ich habe mich wieder bei Office 365 eingeloggt. Du weißt, das geht über office.com. Und wir wollen uns hier OneDrive anschauen. Da hier oben gibt es ja diese Apps, die ich mir anschauen kann, und diesen Cloud-Speicher kann ich mir besonders gut anschauen. Wenn ich hier auf OneDrive klicke, starte hier diese App, ich klicke hier drauf. Und was ich jetzt hier machen möchte, ist folgendes. Ich möchte mir jetzt gleich einmal einen Ordner anlegen. Du siehst, ich habe hier schon eine Reihe von Ordnern und Dateien. Kann mir diese Dateien auch dann zum Beispiel sortieren lassen, nach Änderung zum Beispiel, wer sie gemacht hat, Dateigröße und so weiter. Und ich lege mir jetzt eben einen Ordner an, dem ich dann Fotos heraufladen möchte. Und Namen dieses Ordners wird dann sein Foto Südtirol. Klick auf Erstellen. Und es wurde mir hier ein Ordner schon angelegt. Ich klicke da hinein, und weil ich mir diesen Ordner jetzt frisch angelegt habe, ist natürlich noch nichts drinnen. Und dann möchte ich jetzt zwei Fotos hereinladen, die ich hier bei Pixabay gefunden habe. Du siehst hier oben dann die entsprechende URL, wenn du hier genauso mitarbeiten möchtest. Und hier habe ich ebenfalls ein Foto, das ich mir heruntergeladen habe und heraufladen möchte. Du hast dir wieder hier die URL. Du findest die URLs übrigens auch in der Beschreibung zum YouTube-Video. Da kannst du sie dann auch finden und dann dementsprechend hier über kostenlose Downloads dann herunterladen. Das ist ja dein Stein allen zur Verfügung. Ja, ich gehe jetzt da wieder hinein in meinen Tab mit OneDrive, mit dem Ordner Foto Südtirol. Vielleicht noch zur Info, wenn ich hier jetzt auf Dateien klicke, bin ich hier wieder in diesem Verzeichnis. Wenn ich wieder hineinklicke, dann bin ich in diesem Ordner hier. Ja, ich möchte mir die jetzt dann Dateien heraufladen, klicke auf Hochladen, überlege mir dann, was ich machen möchte. Ich möchte mir Dateien raufladen, klicke da drauf, gehe zum entsprechenden Verzeichnis, suche mir die beiden Dateien aus. Und sie werden schon hochgeladen. Ich kann sie mir anschauen, wenn ich hier draufklicke, wird mir dieses Foto hier angezeigt. Wenn ich auf Weiter klicke und du weißt, ich habe zwei Dateien heraufgeladen, dann wird mir dieses andere Foto dann auch dargestellt. Ich kann wieder zurückklicken. Wenn ich hier auf dieses X gehe, bin ich wieder in diesem Verzeichnis meines entsprechenden Ordners. Ja, und jetzt überlege ich mir, wie kann ich dann diesen Ordner hier freigeben für andere. Und da kann ich jetzt hier zum Beispiel hergehen und kann dann, wenn ich wieder auf Datei gehe, kann ich mir diesen Ordner hier aussuchen. Foto Südtirol in dem Fall ist mein Ordner. Und gehe hier auf Teilen. Klicke jetzt hier drauf. Und wenn ich jetzt hier eine E-Mail-Adresse eintragen würde und dann auf Senden klicken würde, würden diejenigen, die hier drinnen stehen in diesem Verteiler, die also diese E-Mail-Adresse eben haben, würden eine E-Mail bekommen mit einem Link, und wenn Sie da draufklicken würden in dieser E-Mail, könnten Sie sich nicht nur diese Dateien anschauen, die Fotos, sondern Sie könnten sie auch bearbeiten. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte, dass man sie nur angesehen werden kann, dass Sie sie nicht bearbeiten können. Ich klicke jetzt hier drauf und nehme hier das Hackerl weg bei den weiteren Einstellungen bei dem Punkt Bearbeiten zulassen. Und ich erlaube also nicht mehr das Bearbeiten für denen, der den Link bekommt. Klicke auf Übernehmen. Jetzt steht auch hier, jeder mit diesem Link kann anzeigen. Also wenn ich jetzt hier eine E-Mail-Adresse eintragen würde und auf Senden klicken würde, könnten sich die nur anschauen. Ich möchte jetzt aber hier mir mal den Link zeigen lassen, damit ich ihn in einer anderen Form dann weitergeben kann. Klick auf Link kopieren. Und ich habe jetzt hier diesen teilbaren Link. Klick auf Kopieren. Und es wurde dann dieser Link, der da herinnen ist, dann hoffentlich kopiert. Ich klicke hier auf Zu, auf Schließen. Möchte diesen Link jetzt in einer Word-Datei weitergeben. Das mache ich jetzt ganz einfach. Nehme das jetzt hier mal weg. Klick auf Neu. Und kann hier dann zum Beispiel ein Word-Dokument erzeugen. Das Word wird jetzt aufgemacht. Und hoffe jetzt, dass er sich diesen Link da gemerkt hat, den ich ja vorhin kopiert habe. Drücke STRG-Taste V, die Tastenkombination. Und er hat ihn sich zum Glück gemerkt. Das ist jetzt dieser Freigabelink. Wenn man diesen Link hat, kann man sich diese Dateien anschauen. Ich schreibe jetzt hier hin, weil ich in einer Word-Datei bin, im Word Online, Freigabelink auf den Foto, machen wir so, Foto, Ordner Südtirol. Möchte dann hier noch den Dateinamen natürlich verändern, weil Dokument 3 ist nicht sehr aussagekräftig für meine Word-Datei. Mache hier hin Freigabe. Freigabelink
Fotoordner, ja, und kann mir dann diese Datei, die ich hier habe, dann auch herunterladen. Zum Herunterladen könnte ich dann hier auf Datei gehen und Speichern unter mir zum Beispiel wählen, könnte eine Kopie herunterladen wählen. Das ging ja auch. Oder ich gehe wieder zurück bei mir in OneDrive. Hier habe ich diese Datei schon angelegt, wie du siehst. Gehe hierher, klicke auf Herunterladen und lade sie mir auf meinen Computer. Er hat sie jetzt heruntergeladen. Ich gehe in meinen Ordner, kann diese Word-Datei jetzt starten mit Freigabelink Fotoordner. Du kannst dich erinnern, mit einem Doppelklick. Gehe auf Bearbeitung aktivieren und kann mir dann diesen Link hier markieren. Steuerungstaste C oder rechte Maustaste kopieren. Gehe wieder in einen Browser hinein und schaue, ob dieser Link dann funktioniert. Ich überschreibe das jetzt hier mal, füge hier diesen Link ein, drücke Enter und schon bin ich in diesem Ordner und kann mir diese Fotos anschauen. Wenn ich nicht schon selber eingeloggt wäre, sondern jemand anderer diesen Link eben erhalten hätte, könnte er sich nur diese Dateien hier ansehen. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann im dritten Video wieder, wenn es ums Verschieben und Kopieren von Dateien in OneDrive geht.